Okay, das kennen wir schon. Schmieden schwerer Rüstung. Von des Staubes Unsterblichkeit. Von Weltern von Schildwacht. Eine heilige Flamme erhebt sich über das Feuer. Die Geister großer Männer und Frauen ohne Namen. Längst tote Städte erheben sich und falten in der Flamme. Das Offenbarungslied der Dioskori. Berstende Mauern und todloser Stein. Feuriger Sand, der heilt und zerstört. Ob dem Meer Schildwachts schimmernde Kuppeln. Im Licht der sinkenden Sonne über der Iliak-Bucht. Sein Volk belebt die Basare und findet seinen Weg durch die Steinmauern der Menschen. Aber sogar in der Stadt mit ihren Türmen hinterlassen Sandalen ihre Spur im Sand der Al-Likr. Denn all jene mit dem Blut der Rotwardonen bringen die Wüste mit sich, egal wohin sie gehen. Die Wüste hält unser Herz, unsere Seele im Griff. Ihre Flamme brennt in unseren Augen und Ohren. Staub kann nicht sterben. Und wir sind Staub. Wind verweht, vergänglich, ewig, alles. Okay, ein sehr schönes, ich glaube, es soll ein Gedicht sein, keine Ahnung. Die hängenden Gärten von Vasten Koidale. Dieses Buch wurde offensichtlich in der Sprache der Dwemer verfasst und später ins Altmährische übersetzt. Nur Fragmente des Altmährischen sind lesbar, aber für einen Gelehrten des Altmährischen sollte es genügen, um die Fragmente anderer Bücher der Dwemer zu übersetzen. Anführer Altmär Est. Trial führte mit Fußflammen zum Stadtzentrum, wo die quadratischen Gärten brach lagen. Fragte die Fundamente, Ketten und Gefäße nach den Orten ihrer Benennung, warum sie keine soliden Geräusche nutzten, um die Flucht vor dem Erdknochen zu lernen, noch sie mit gefrorenen Flammen zu nähren. Das Wort, von dem ich einst hätte schreiben sollen, diese Kunst, von der unsere niederen Verwandten sprechen, wenn ihre bewundernswerte Ignoranz. Aber weder Worte noch Erfahrung läutern den Kern der sonderbaren und grausamen Wege, die sich vergänglichen Regeln unserer Vorfahren widersetzen. Die Übersetzung endet mit einem Kommentar in der Sprache der Dwemer, der in anderer Handschrift verfasst wurde und wie folgt übersetzt werden kann. Legt eure glühenden Schneidekugeln nieder. Alter, wie soll man das aussprechen? Ja, euer Altmährisch verfügt über die richtigen Worte, aber sie können nicht vernünftig fehlgedeutet werden. Wie soll man denn das Wort aussprechen, bitte? Ah, das kennen wir schon. Na, das war doch Teil 1, ja. Ja, okay. Der Beifall der Mitglieder der kaiserlichen Gesellschaft, okay. Ja, das kennen wir alles schon. Was ist hier drüben? Ach, das haben wir auch schon gelesen. Krass, das wiederholt sich wirklich. Das haben wir noch nicht gelesen. Über die Phylogenese der Völker. Dritte Ausgabe. Warte, ich trinke mal einen Schluck. Bevor ich hier vorlese. Das sind eben ein paar Seiten, ne? Ach, nur drei. Das geht ja noch. Warte. So. Also. Vom Rat der Heiler, Kaiserliche Universität. Nach sorgfältiger Untersuchung lebender Exemplare hat der Rat vor langer Zeit festgestellt, dass alle elfischen und menschlichen Völker miteinander kreuzbar sind und fertile Nachkommen zeugen können. Was auch immer das für ein Wort ist, was heißt denn fertil? Ich weiß es gerade nicht. Dabei zeigen die Nachkommen für gewöhnlich die Volksmerkmale der Mutter, obwohl auch einige Merkmale des Vaters vorhanden sein können. Es ist weniger eindeutig, ob Argonia und Khajiit mit Menschen und Elfen kreuzbar sind. Obwohl es durch alle Zeitalter hindurch Berichte von Kindern aus solchen Vereinigungen, sogar solchen mit der Aedra gibt, sind diese Zeugnisse nicht ausreichend dokumentiert. Khajiit unterscheiden sich von Menschen und Elfen nicht nur durch den Aufbau des Skeletts und die Physiologie der Haut, den Pelz, der ihre Haut bedeckt, sondern auch in ihrem Metabolismus und Verdauungssystem. Argonia wie auch Droik scheinen eine semi-aquatische troglophile menschliche Art zu sein, obwohl es in keiner Weise klar ist, ob die Argonia bei den Droik-Menschen oder mehr einzuordnen sind oder, wie es der Ansicht des Autors entspricht, bei bestimmten auf Bäumen lebenden Echsen aus Schwarzmarsch. Über die Reproduktionsbiologie der Orks ist bis dato noch nicht viel bekannt. Das gleiche gilt für Goblins, Trolle, Habien, Droik, Saeski, Imga, verschiedene Daedra und andere Hominiden. Mit Sicherheit hat es zwischen diesen Völkern Geschlechtsverkehr gegeben. In der Regel durch
Vergewaltigung und magische Verführung? Okay. Liebe Kinder, bitte zu Hause nicht nachmachen. Es gibt jedoch keine dokumentierten Fälle von Schwangerschaften. Trotzdem steht ein empirischer Beleg oder Ausschluss der Kreuzbarkeit dieser Wesen mit zivilisierten Hominiden noch aus, was vermutlich an den tiefgehenden kulturellen Differenzen liegt. Sicherlich würde eine normale von einem Ork geschwängerte Bosmererin oder Bretone diese Schande für sich selbst behalten. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass eine von einem Menschen geschwängerte Orkfrau nicht ebenfalls von ihrer Gesellschaft verbannt würde. Bedauerlicherweise hindert uns unser Schwur als Heiler daran, eine Paarung zur Befriedigung unserer wissenschaftlichen Neugier zu erzwingen. Wir wissen jedoch, dass die Schnöten von... Da steht da Schnöten? Da steht Schnöten, was auch immer das ist. Die Schnöten von Trass in ihrer Jugend Hermaphroditen sind und ihre... oder Hermaphroditen und ihre Fortpflanzungsorgane später resorbieren, wenn sie alt genug sind, sich an Land zu bewegen. Man kann mit Sicherheit annehmen, dass sie mit Mensch und Meer nicht kreuzbar sind. Man kann sich außerdem fragen, ob die korrekte Klassifizierung dieser Völker, um den ungenauen, aber gebräuchlichen Begriff zu verwenden, von der Annahme eines gemeinsamen Ursprungs ausgehen soll und die Unterschiede durch magische Experimente entstanden sind, die Manipulation der sogenannten Erdknochen oder durch langsame Veränderung von einer Generation zur nächsten schließen. So, mit Escape geht das auch. Über die Drachenfeuer-Fragment. Und alle sprach: Obschon wir die bösen Elfen besiegt haben, fürchten wir, dass sie uns mit dem Reich des Vergessens verseuchen, denn schon immer verkehrten sie mit den Daedra-Fürsten sehr zu unserer Trauer und Gram. Mächtig sind wir mit unseren Waffen, aber die größeren Dämonen sind uns überlegen. Aber die göttliche Stimme sprach weiter: Dies werde ich tun für die Sterblichen von Nürn, so wie ihr Drachen geboren seid, so müssen es auch eure Erben sein. Solange ihr dafür sorgt, dass die Drachenfeuer leuchten, solange müssen die Dämonenfürsten an ihrem Ort bleiben. Aldesch war dankbar, aber immer noch besorgt. Und wenn meine Blutlinie versagt, das ist eine andere Stimme. Und wenn meine Blutlinie versagt, wie werden wir uns dann verteidigen? Und da ging ein Beben durch die Welt, aber die göttliche Stimme war milde und antwortete: Euer Volk wird einen Weg finden, denn anders als die Daedra habt ihr Sterblichen einen kreativen Funken und die Gabe, neue Dinge zu erschaffen, die es zuvor nicht gab. Wo es eine Verteidigung gibt, gibt es vielleicht auch... Vielleicht gibt es auch Goldspam. Send me your glyphs via COD. Hä? Hier will einer... Ich glaube, COD heißt nicht Call of Duty. Das hatte ich gerade, ne? Ja. Das hier hatte ich noch nicht. Warte. Ach, das kennen wir schon. Okay, das kennen wir schon. Es wiederholt sich wirklich. Also es gibt kaum noch Neues. Ich guck mal, gibt es hier noch mehr Bücherregale? Bestimmt. Natürlich. Ist ja klar. Ach du Scheiße. Ach, geht ja noch. Die Geschichte von Drozira. Transkription und Kommentar von Sonia Fette. Oder Wette. Oder Wett. Die folgende Geschichte kam mir zufällig zu Ohren und stammt von einem kadschitischen Vater, der sie seinem Jungen erzählte, während sie mit einer ihrer Karawanen ein Lager aufgeschlagen hatten. Ich habe versucht, sie so aufzuschreiben, wie er sie erzählt hat, denn die Kadschit sprechen mit Fremden nicht oft über ihre Geschichte. In Wahrheit glaube ich nicht, dass er überhaupt etwas gesagt hätte, wenn er in dieser Nacht nicht solche Unmengen an Mondzucker zu sich genommen hätte. Komm und wärme dein Fell am Feuer, Maratschin, und ich werde dir erzählen, wie unser Drozira der berühmteste aller Khajiit wurde. Anmerkung: Drozira muss wohl ein verehrter Vorfahre sein. Die alten Khajiit vernahmen das mächtige Brüllen von Alkosh, dem großen Katzenkönig der Zeit. Anmerkung: im Kaiserreich als Akatosh und im Himmelsrand als Alduin bekannt. Und eilten zu seiner Stimme. In 3 Tagen durchquerten sie ganz Tamriel und pausierten noch nicht einmal für Mondzucker. Denn die Khajiit waren damals ausgesprochen schnell. Sie einigten sich in Alkoschs Rudel und wurden seine stärksten Krieger. Lord Kalsch, Anmerkung Shore bei den Nord, entschied sich jedoch, sein Brüllen Ra Wulfhart zu geben, um die Krieger der Khajiit zu kränken. Er war wohl neidisch auf ihre Hingabe Alkosh gegenüber. Ra Wulfhart vernahm die Wildheit der khajiitischen Krieger und konnte es nicht
über sich bringen, sie zu töten. Mit dem von Lorcash verliehenen Brüllen rief er Massa und Sekunda an, in ihrer Gänze am Himmel zu erscheinen. Die Krieger der Khajiit wurden Zensche. Okay. Aber Lorcash beraubte sie jeglichen Verstands. Was heißt denn Zensche? Keine Ahnung. Als Ra Wulfhard zurückkehrte, um seine Fänge in den Roten Berg zu schlagen, rief er sein Volk an, ihm zu helfen. Drozira war der einzige unter den Rojit, der sich noch erinnern konnte und folgte als einziger diesem Ruf. Aber die Nordbaden sind, Anmerkung, Schimpfwort entfernt, und singen nicht davon, wie der große Aschkönig auf Drozira's Rücken den Roten Berg hinauf ritt, um den um dem Herzen der Dunmeer einen vernichtenden Schlag zu versetzen. Nirgends wird erwähnt, wie sich Drozira auf Dumalakat, den Dwemer-Ork, stürzte, als der seine Klinge in die Kehle des Aschkönigs gelegt hatte, sodass dieser nicht sprechen konnte. An die Kehle natürlich. Keine Ahnung. Noch besingen sie, wie Lorcash Drozira für seine Tapferkeit und die Rettung des Aschkönigs aus den Ländern Shekorats zurückbrachte. Wenn du also einen Baden triffst, der schlecht von den Khajiit spricht, dann hinterlasse ihm eine eiserne Kralle im Rücken, um ihn daran zu erinnern, wer Himmelsrand einst gerettet hat. Die übrigen Rojit wurden immer weniger und sie verloren ihre gesamte Schleue. Deshalb solltest du nicht zögern, sie niederzuschlagen, wenn sie sich den Wagen nähern. So hat es mir mein Vater erzählt und so erzähle ich es jetzt dir. Sei jetzt ein lieber, artiger Junge und hol mir noch etwas Mondzucker für diese Süßkuchen. Ein Großteil der Geschichte schien nicht mehr als bloße Prahlerei zu sein, aber gewisse Fakten scheinen mit dem übereinzustimmen, was wir für die Wahrheit hinter diesen Legenden halten. Es stellt sich die Frage, wieso wir nicht mehr über die Geschichte der Khajiit wissen und welche Rollen sie gespielt haben, die wir in unserer Geschichtsschreibung nicht aufgezeichnet haben. Schließen. So, es gibt natürlich hier noch mehr Bücherregale. Schneider, Grundlagen der leichten Rüstung. Okay, Rang 2 bei Schneiderei erreicht. Okay, von Fürstin Eloise oder Eloise, fünfte Gräfin Manteau. Hier in Windburg sind wir dafür bekannt, die edelste leichte Rüstung von ganz Hochfels herzustellen. So elegant und doch so robust und zuverlässig. Lasst mich euch ein wenig mehr darüber erzählen, wie wir diesen Schluckauf bekämpfen und diese Meisterwerke erschaffen. Huch. Mit wir meine ich natürlich die ansässigen Schneiderfamilien, die Reimens, die Garmens und die Habilimens. Die sind für die tatsächliche körperliche Arbeit zuständig, natürlich unter meiner adligen und fähigen Aufsicht. Leichte Rüstung besteht vollständig aus Stoff, mit Ausnahme von bestimmten strukturellen Verstärkungen aus Knochen, Horn oder Knorpel. Obwohl die obere Schicht einer Weste oder Hose der Zierde wegen aus Seide oder Damast bestehen kann, solltet ihr wissen, dass sich darunter mehrere Schichten widerstandsfähiger und robuster Stoffe wie Cambric oder Sackleinen befinden. Diese Schichten werden oft noch gepolstert, um die Wucht eines Schlages noch besser abfangen zu können. Okay. Das kennen wir auch schon. Rislav, der Rechtschaffene, Teil 1. Was hat das mit mittlerer Rüstung zu tun? Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, schon wieder so viel. Boah, ich muss mal... Alter, ich trinke so viel, aber es ist auch sehr warm hier. Ich glaube, es ist inzwischen noch wärmer geworden. Es ist schlimm. So, geht schon weiter. Warte. Rislav der Rechtschaffene, Teil 1. Ah ja, das steht schon in der Überschrift. Von Sinchin. Wie bei allen wahren Helden standen auch Rislav Larichs Anfänge unter keinem guten Stern. Die Chronisten berichten, dass die Frühlingsnacht des 448. Jahres der ersten Ära, in der er geboren wurde, zu kalt für die Jahreszeit war und dass seine Mutter Königin Lynada sehr bald starb, nachdem sie ihren Sohn gesehen hatte. Falls sein Vater König Moros von Skingrad, der bereits eine Menge von Erben hatte, 3 Söhne und 4 Töchter vor ihm, ihn besonders liebte, so erwähnen die Chroniken nichts darüber. Sein Dasein war so unauffällig, dass wir über die ersten 20 Jahre seines Lebens so gut wie nichts wissen. Es ist davon auszugehen, dass seine Ausbildung der aller Ersatzprinzen im kolovianischen Westen ähnlich war und das aleidischen
alaidische Hauslehrer ihn in den Jagd- und Kampfkünsten unterrichteten. Anders als im zivilisierten Nibenaital gehörten Etikette, religiöse Unterweisung und selbst grundlegende Staatskunst nur selten zur Ausbildung eines Hochlandprinzen. Er wird einmal gemeinsam mit seiner Familie als Teil der Ehrenliste bei der Krönung von Kaiser Gorieius. Am 23. Morgenröte 1a oder was das heißt, keine Ahnung, 461 flüchtig erwähnt. Die Zeremonie wurde in der Zeit der alessianischen Doktrinen von Maruk abgehalten, sodass es natürlich kein Fest gab, doch der 13-jährige Rislav begegnete dennoch einigen der größten Gestalten der Legende. Die Bestie von Anekina, Dalok Brai, vertrat sein Königreich und erwies dem Kaiserreich seine Ehre. Der Häuptling von Himmelsrand, Kjorik, der Weise und sein Sohn Hoag waren anwesend. Und trotz der Intoleranz des Kaiserreichs gegenüber allen Elfen war es offensichtlich auch der Chimer Indoril Nereva und der Dumak Dwemer König dort und repräsentierten Resdain diplomatisch und das relativ friedvoll. Außerdem wurde in den Listen ein junger Elf erwähnt, der im Dienste des kaiserlichen Hofs von Hochfeld stand und der mit Rislav eine bedeutende Rolle in der Geschichte spielen sollte, Ryan Direni. Ob sich die beiden jungen Männer, die ungefähr das gleiche Alter hatten, tatsächlich trafen und miteinander sprachen, liegt gänzlich in der Fantasie der Historiker. Man spricht von Ryan in lobenden Worten als einen mächtigen Landbesitzer, der schließlich die Insel Balfira in der Iliak-Bucht kaufen und ganz Hochfels und große Teile von Hammerfall und Himmelsrand erobern sollte. Doch von Rislav hörte man für weitere 17 Jahre nichts in den Geschichtsbüchern. Wir können nur Vermutungen anstellen, basierend auf den folgenden Fakten. Kinder von Königen werden natürlich mit Kindern anderer Könige verheiratet, um Bündnisse zu untermauern. Die Königreiche Skingrad und Quatsch. Klingt komisch, ist aber so. Stritten das ganze 5. Jahrhundert hindurch und hin und her über gemeinsames Territorium, bis sie endlich im Jahre 472 Frieden schlossen. Die Einzelheiten dieses Abkommens sind nicht überliefert, doch da wir wissen, dass Prinz Rislav sich 6 Jahre später im Fort von Quatsch befand, als Ehemann von Belene, der Tochter von König Justinius, darf man wohl annehmen, dass sie damals verheiratet wurden, um den Frieden zu besiegeln. Dies bringt uns ins Jahr 478. In dem eine heftige Epidemie in ganz Cyrodiil wütete und sich besonders auf den unabhängigen kolovianischen Westen zu konzentrieren schien. Zu den Opfern gehörten auch König Morus und der gesamte Rest der königlichen Familie in Skingrad. Einzig Rislavs älterer Bruder Dorald blieb am Leben, da er sich als Priester Maruks in der Kaiserstadt aufhielt. Er kehrte in seine Heimat zurück, um den Thron zu besteigen. Über Dorald wissen wir einiges. Der zweite Sohn des Königs war ein wenig einfältig und offensichtlich äußerst fromm. Alle Chronisten sprechen von seiner Freundlichkeit und seinem Anstand und davon, wie er in seiner Kindheit eine Vision hatte, die ihn mit dem Segen seines Vaters von Skingrad in die Kaiserstadt und zum Priesteramt führte. Die Priesterschaft Maruk sah natürlich keinen Unterschied zwischen spirituellen und politischen Angelegenheiten. Dies war die Religion des alessianischen Kaiserreichs. Und sie lehrte, dass der Widerstand gegen den Kaiser dem Widerstand gegen die Götter gleichkam. Angesichts dessen ist das, was Dorald tat, als er König des unabhängigen Königreichs Skingrad wurde, kaum überraschend. Sein erster Erlass an seinem ersten Tag als König war es, das Königreich an das Kaiserreich abzutreten. Die kolovianischen Landbesetzer reagierten mit Schock und Empörung, ebenso wie der Hof von Quatsch. Das klingt echt komisch. Klingt komisch ist aber so. Es wird berichtet, dass Rislav Larich zum Königreich seines Bruders ritt, in Begleitung seiner Gemahlin und 2 Dutzend Reitern seines Schwiegervaters. Es war sicherlich keine beeindruckende Armee, egal wie die Chronisten sie ausschmückten, doch sie hatte nur geringe Probleme beim Überwinden sämtlicher Wachen, die Dorald gegen sie aussandte. In Wahrheit gab es keinerlei tatsächliche Gefechte, denn die Soldaten Skingrads nahmen es ihrem neuen König übel, dass er ihre Autonomie aufgegeben hatte. Die Brüder konfrontierten einander im Hof des Schlosses, in dem sie aufgewachsen waren,
Nee, wie bei den Kolovianern üblich gab es keinen Prozess, keine Anklage auf Verrat, keinen Geschworenen, keinen Richter, nur einen Henker. Ihr seid nicht mein Bruder, sprach Hislav Larig und trennte Dorad mit einem Hieb den Kopf von den Schultern. Er hielt immer noch die blutige Axt in Händen, als er zum König von Skingrad gekrönt wurde. Alter, was ist denn los mit denen? Das ist ja schlimm. Also da will man nicht König werden. So, wir haben... Ach, hier ist nochmal der Leitfaden für Land... Für Langfinger. Ach, das kennen wir auch schon. Hier, betet... Okay. Bla, das mit diesem Bo irgendwas. Habe ich den Namen vergessen. Dieser Typ da. Der Typ, genau. Ja, wir haben jetzt hier genug vorgelesen, würde ich sagen. Ich bin dafür, es tut mir leid, dass es jetzt so viel vorlesen war, aber dann haben wir das auch fast hinter uns mal. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Bücher sind. Es scheint irgendwie, die scheinen irgendwie zufällig verteilt zu sein, auch wenn es immer in jedem Regal immer das gleiche ist. Also, wenn ich auf ein Regal klicke, kriege ich immer das gleiche Buch. Wenn ich auf ein anderes klicke, kriege ich da immer auch das gleiche Buch und so weiter. Aber es sind natürlich verschiedene, dann, ihr wisst, was ich meine. Also... Es ist nicht zufällig, wenn ich ein Regal anklicke, dass ich dann plötzlich ein anderes Buch kriege jedes Mal, sondern, ne? Naja. Ihr wisst, was ich meine. Ich frage mich, ob es zu der einen Geschichte da, die es da gab, dieses komische Theaterstück, keine Ahnung, ob es da auch eine Fortsetzung gibt, auch einen zweiten Teil. Mich würde interessieren, wie es da weitergeht. Also wirklich jetzt. Ist fast spannender als das hier. So, ja, jetzt muss ich aber erstmal tschüss sagen, jetzt gewittert das hier die ganze Zeit. Was denn los? Ist ja schlimm, dieses Wetter. Ja, auf jeden Fall, Alter, sage ich jetzt erstmal tschüss und danke euch fürs Zusehen, wenn überhaupt noch jemand zusieht und meiner wunderschönen Stimme gelauscht hat. Hahaha, die nicht, ich weiß nicht, ob die wunderschön ist, das kommt immer auf das, ich wollte gerade sagen, auf das Auge, wohl eher auf das Ohr des Betrachters oder Zuhörers an, aber egal. So, auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal hoffentlich. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.